der Ruhe. Ich könnte ja jetzt einfach schlafen gehen, ne? Ja. Warum? Ich könnte aber auch. Verbindet. Ah, du hast eine Kuh gekauft, weißt aber nicht, wie du sie zur Ranch transportieren sollst. Besuche das Autohaus, um ein größeres Fahrzeug zu erwerben. Oder suche das Auto, was irgendwo im Wald ist. Das ist Hexe geil. des Feuers, einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Hier bei So. uns Happy ist auch kein Kadaver. Happy Kadaver. Ja. Oh nee, dich wollte ich nicht. Hallo, Ewan. Heute in weiß gestreift. Ja, hallo. Wo ist denn die andere Torte? Komm schon, komm schon. Moin. Oh. Du hast doch was in der Hand. Du hast eine Wumme in der Hand, jetzt schon. Und sie ist geladen. Wessen Wumme ist nicht geladen? Moment. Ciao, wir müssen weg. Jetzt ist sie geladen. So, der Mann steht schon da vorne. Kann ich euch mal beide anleuchten? Vielen Dank. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Stream Ranch Simulator. Auf mich wird, ich bin unbewaffnet, wie man sieht. Auf mich wird schon wieder eine Waffe gerichtet. Was soll ich dazu Deine sagen? Lampe flackert. Irgendwas stimmt da nicht, ne? Oder Nee, ist das das nur ist bei nicht mir? meine Lampe, die flackert, sondern hier der Watercant hat einen zuckenden Zeigefinger oder was auch immer. Disco. So. Ich mache mal die Stelle auf. Müssen wir nicht Auch wenn erstmal irgendwie unsere Tierchen schlafen? jetzt eigentlich schlafen. Ah, hier, moin! Na, nicht hier moin. Bis 4 Uhr, also noch nicht Ja, mal. schon. Schon. So. Ich guck mal gerade. Wir haben 21.678 Dollar. Das Das ist klingt ja schon Wollte mal ich nur nett. mal meinen Erklägliche Mitspielern. Warte, Summe. bevor du was tust! Warum hast du einen Hammer Herrgott! in der Hand? Mit dem Hämmerchen. Soll man nicht erstmal schlafen, bevor er hämmert? Ne? Ja, Guck ja, mal, wer da ja, hämmert. ja. Hör mal, wer da hämmert. Evanide Hemme. Ich Sag mal, hör's können wir euch, nicht mal, Moin. warte mal, ich muss hier einmal das Licht ausmachen, mein Lampenlicht ausmachen. Ich möchte jetzt hier sämtliche Leuchten anmachen. Ist das okay? Kann man hier mal ein Licht anmachen? Herrgott. Ja. Die Lichter, nicht alles andere. Ich bin, ich liege im Bett, also im Zelt. Ich dachte schon, du machst da, ne? Nein, nein, Und nein, so. nein, nein, morgens, morgens, ne? So. Dann gehen wir jetzt mal Bubu machen. Mhm. Wir im Süden nehmen jeden Feiertag mit, kosten nix und Schwaben sparen gerne. Stimmt. Genau. So. Ah, Und ich. nach dem Motto, irgendwas wird Jesus schon erlebt haben, wir bleiben einfach mal zu Ja, Hause. so ist das. So, ich mache jetzt hier mal die volle Lichter-Dingsbums, damit wir hier niemals im Dunkeln sitzen und Aber stehen. das ist stromtechnisch nicht sehr nachhaltig, was du Ach, weißt machst du, hier. stromtechnisch nicht sehr nachhaltig. Guck mal, man kann sogar die Barbaren, Kerze anmachen. Wusstet ihr, dass man die Kerze neben Zauberer. dem... Oh nein. Ich sagte nur das Licht. Hier ist noch Milch drin. Also das ist fertig, oder? Und? Wenn wir das Haus, willst du das jetzt machen? Warum liegt hier eigentlich noch Wurst rum? Ja, eben. Hier ist auch Was noch ist jede denn hier Menge los? Milch in. Hier ist noch eine volle Box. Die kann man ja theoretisch Schon mal rausbringen, schon genau. mal rausschaffen, ja. Wir müssen ja eh alles rausschaffen. Ja, eben, weil hier ist ja noch Milch. Jede Menge. Milch. Erstmal Hier Milch. ist noch 12-mal Schweinefleisch drinne. Hier ist noch 7-mal Schweinefleisch drinne. Soll ich da jetzt Hackbraten draus machen? Ja. Ja, da spricht ja nicht wirklich was gegen, ne? Nö. Manu macht den Fernseher aus. Ja, Manu macht gar nichts aus. Das ist das Problem. Der Fernseher ist schön. Ja, ich kann mein Traum. Es ist mein Traum.
So, Koch. Bei mir will das gerade nicht. Ah, ja, das war jetzt nicht klug, ne? Was denn? Ja, wir müssen das ja abhängen, ne? Ja. Wir nehmen das so mit raus. Komm, wir nehmen das so mit raus. Ich will das nicht. Das ist mir echt zu bläde. Die Kühlboxen jetzt rausschleppen. Alles raus. Alles raus. Ja, Moment dann. Vergesst nicht die Töpfe. Ja, Moment, der kocht noch. Ja, der kocht noch. Warum kann man eigentlich nur einen Eimer Wasser in eine Hand nehmen? Also theoretisch könnte man doch in der anderen auch noch einnehmen. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Ich bin der Wurstfach. Ich bin der Wurstfach. Ich bin der Wurstfach. Wir sind irgendwie. Jemand, lass das. Diese Tür. Das war beim Laden immer schon das Problem. Ja, das. Bei mir ruckelt das immer noch. Wir haben zu viele Hühnchen. Wir haben zu viele Hühnchen. Das ist leider so. Ja. So, wir haben ja Vorschläge mal zuhauf gekriegt, was man machen kann. Was ist jetzt? So, machen wir so und so. Hallo, Miki! So, welche Pilze gab es heute? Welche Pilze gab es heute? Pilze? Pilze. Ich stehe auf dem Schlauch. Denn für Pilze? Pilze? Ich habe hier keine Ahnung. Lass das. Geh weg. Wie jetzt? Oh, hier ist noch zweimal Käse drin. Den müssen wir ja auch mitnehmen, ne? Ja, den müssen wir mitnehmen. Genau. Hier hängt auch noch so ein Hackepeter. Den nehmen wir auch noch. Den nehmen wir auch noch mit. Hier ist noch eine Box. So, dann sind wir ja fertig, wa? Ich tue da mal irgendwo noch rein hier, ne? Dann sind wir ja fertig, oder? Haben wir alles? Hier ist noch eine Box, wo schon was drin ist. Ach so, ja, ich habe jetzt hier, wo habe ich das reingetan? Da! Mal her hier. So, da rein. Haben wir alles mitgenommen? Glaube schon. Glaube ich auch. Darf der Mann, oder was? Ja. Gott. Was denn? Nicht mit dem Hammer. Mal gucken, ob das überhaupt geht. Rams. Oh, das geht extrem schnell. Was ist denn das da hinten? Was ist das? Ein Würstchen. Guck mal, du hast die Wurst vergessen, gell? Das Würstchen ist vom Himmel gefallen. Ja. Ich werde jetzt mal das Hämmerchen in die Hand nehmen. Jetzt habe ich die Wurst hier. Würstchen. So, ich weiß nicht, guckt ihr beide in den Stream? Ja. Ja, was haben wir denn für Häuser noch zur Verfügung? Farmhaus Fertigbau 2 für 500. Farmhaus Fertigbau 4 für 3500. Farmhaus Fertigbau 6 für 4500. Ja. Farmhaus, Fertigbau 9 und so weiter. Und das Retro hatten wir ja. Ja, das Retro hatten wir. Also, bleiben 6. Ja, dann erstmal ein schönes Großes nochmal. Hier der 6er, was da noch 4 ist. Ne? Ja, das ist doch ganz nett. 2 hier haben sieht wir. Auch, ja, 6, 4 und 2. 2 ist zu klein, das machen wir notfalls nochmal später. 4 oder 6? 6. Okay, dann halt 6. Bitteschön, die Herrschaften. Bitteschön, bitteschön. Jetzt müssen wir essen. Guck mal, da ist Farbe. Oh, bestimmt alles da ist Farbe? Da ist doch nicht Farbe, oder? Tatsächlich. Ja, das ist sicher. Kann man das mischen? Pink. Nein, nicht pink. Oh,
Auf gar keinen Fall pink. Zu klein für euch drei. Es wird zu klein sein. Es wird definitiv zu klein sein. Aber ist eh wurscht. Oder wie sagt man so schön? Im Schlafzimmer. Ist A wurscht. So, ich tue unten beim Sägewerk die Bäume fällen. Das ist da nicht so weit zum Sägen. Ja, ich wollte schon mal das Auto ankoppeln und hier den. Da liegen übrigens noch drei Bretter. Wow. Na, die bringen uns ja auch richtig. Da steht oben. Das ist das klassische Haus. Hier, ne? Ist das das Haus, was wir am Anfang hatten? Nee. Nee, wir hatten ja noch ein kleineres, ne? Oder nicht? Ja. Nein, nicht. Es wird ja gesagt. Wie? Das Haus hatten wir schon? Oh, da ist der Fernseher im Ding. Also wollen wir das nicht. Übrigens guckt hier eine Kuh durch den Stall. Guckt eine Kuh durch den Stall. Ja, aber dann wollen wir das ja nicht haben, oder? Ist das das wirklich, was wir haben? Hexe des Feuers sagt ja und Heiko sagt nein. Und ich kann mich nicht mehr entsinnen, tatsächlich. Ja, ich weiß es leider auch nicht. Satupek, einen wunderschönen guten Abend. Aber doch, das kann sein, dass das Anfangshaus war, oder? Ich weiß Sagt nicht. Es mir los. Wisst ihr, was wir nicht rausgenommen haben? Was denn? Die Luftmatratze. Ja. Ehemann, du musst zum Laden fahren und eine neue Luftmatratze holen, sonst können wir nicht schlafen. Ach nee, die liegt ja hier. Schon gut, schon gut. Aber schon wir gut. haben ja auch ein Zelt. Schon Ach gut, ja. Wenn ja, dann habt ihr es als Ruine gehabt. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich weiß es leider auch nicht. Kann man nur ein. Ihr hattet am Anfang das Zweierhaus. Am Anfang das für 500. Okay. Dann ja, nehme also ich dann mach das. Ich fange das jetzt mal hier an. Es ist mir jetzt. Ich fange das jetzt mal hier an. Oh! Das geht ja hier tief runter. Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Wer kann jetzt nicht Auto fahren? Ich frage für einen Freund, ne? Ach, jetzt hat die. Ach je. So. Mhm. Ich glaube, eure Häuser gehen nur noch kleiner, bis auf das Sonnenangebot. Ja, wir wollten ja ein kleineres. Also, wir wollten auch mal ein anderes Haus. Sagen wir es mal so. Das war eigentlich so ein Rundum, ne? Alles. So, aufgeben. Ich muss mal die Kühe melden, eigentlich auch. Ja, die Kühe werden auch morgen noch gut sein. Ja, aber die Milch nicht. Ja, da. Die da Butter. Die Butter. Butter. Ach, Menno. Wie buttert man die Butter, ohne beim Buttern mit Butter zu buttern? Frag mich lieber nicht. Wo ist denn jetzt der Baum, den ich gesehen habe? Der Baum ist weg. Wie wär's mal, wenn du mit dem Ehemann die Bretter machst? Ginge ja viel schneller. Ja, mach ich doch. Ich säge. Nein, ich säge. Lass mich Warum? Sägen. Ich will einmal zu Ende sägen hier. Moment. Jetzt. Schade. Hätte ja klappen können. Was hab ich denn Versuch was wert. Wolltest du mir nicht da in die Säge stecken, oder was? Nein, dich in Scheiben noch ertragen, das wäre, glaube ich, zu viel des Guten. Weißt du, ich pack das da schön gerade in die Bretter drauf. Ohne Worte. Wisst ihr, wie ihr in Real Life richtig gut Butter macht? Nee. Mal davon abgesehen, dass ich keine esse, Manu kommt ja eh in den Stall. Was? Nein. Was? Meinst du, so eine Box reicht für sie? Nein. Wie nein? Braucht viel Auslauf. Ich öffne einmal im Monat die Box. Einmal im Monat, das ist aber großzügig. Das ist Luxus, oder? Das. Komm, das ist Luxus.
Schlagsahne schlagen, bis es zu Butter wird und dabei entsteht auch Buttermilch. Willst du die woanders hinlegen, die Bretter? Ich wollte sie nur, dass wir überhaupt noch was draufkriegen, weil die waren da durch das Brett, was jetzt schief war, passte gar nichts mehr drauf auf die Kerne. Ich glaube, wir haben jetzt der Bretter genügende, ne, oder? Ah, kann mal jemand die Säge ausmachen? Ich habe gerade drei Bretter in der Hand. Die laden das wirklich da oben drauf aus. Ich glaube, Spinne, bis die das da aufgeladen haben, habe ich das Haus selber zusammengebaut. Ausschalten. Okay. Bin der Wurstfach. Wurstfachverkäuferin. Ich kann immer in die falschen Dinge rein hier. Es schneit. Warum schneit das immer? Ja, wir sind da flexibel. Habt ihr die jetzt ausgemacht? Ja, hast du doch gesagt. Ne? Ja, aber ich wusste nicht, dass sie mir zuhört. Also das ist nicht der Normalfall. Durch ist das... Sag ja, das ist nicht der Normalfall. Das kommt auf jeden Fall vor. Tipptopp kommt nicht in den Stall, bekommt ein eigenes Dudel-Dudel-Häuschen. Auf gar keinen Fall. Genau. Obwohl, für die Zukunft. Ich habe mich heute mit dem Ehemann unterhalten, wenn wir das hier irgendwie freistellen können, ne? Beim Update so, ne? Und wir die Gebäude frei hinstellen können, wie wir wollen. Jedes Tier einzeln, ob Pferd, ob Kuh, ob irgendwas, bekommt seinen eigenen Stall mit Auslauf. Einzeln? Oder meinst du, Kühe kriegen einen Stall und... Genau. Die Pferde, ja. Die Schweine und, Ja, das finde ich auch. Kühe, Pferde, Schweine. Ja, das ist gut. Ist doch nicht wahr, ey. Bis die so weit sind, habe ich das Haus echt selbstständig gebaut, du. Ja, das Mission. Wo ist denn der Ehemann jetzt hin? Wo fährt er über Bagdad oder was? Ja, das Problem ist, dass das hier... Es klingt etwas sehr... Ehemann, was machst ich du hier? Ich sehe nichts. Wieso habe ich denn jetzt einen Quark in der Hand? Oh. Wieso Quark? Ich hab einen Quark in der Hand gehabt und mit dem Quark hat er auf den Baum eingeschlagen, der Vollpfosten. Warum habe ich jetzt einen Quark in der Hand? Das gibt mir zu denken. Also irgendwie ist das... Du machst gerade... mähst gerade den ganzen Wald nieder irgendwie. Also bei mir zumindest. Sind bei dir auch die ganzen Bäume da oder nur bei mir? Also ich weiß nur, dass Cat geschrieben hat, die Bretter, die wir auf dem Auto unterliegen, Bäume. Aua. Cat hat nur geschrieben, die Cat Wiesel hat geschrieben, die Bretter reichen nicht. Reichen nicht? Nein. Ach. Wie lange, dann säge ich mal noch welche am besten. Huch. Ich würde damit... Ja, du hast ja da jetzt noch ein paar Bäume liegen, ne? Ja. Die Dinger abgeholzt, das war mir zu blöde, Mann. Och, Mello. Ja, wo war das jetzt nochmal? Nee, das ist beim Update Spawny nach. Also von daher... Das stimmt. Haben wir da keine Schwierigkeiten mehr mit. Wir jetzt noch da hochlaufen oder was? Also ich glaube schon, dass die Bretter reichen. Ja, meinst du? Ich glaube, es kann sein, dass wir das doch schon hatten, ne? Also werde jetzt da ja mal ganz kleine Brötchen backen. Ja, aber das hat doch jetzt keine 500 gekostet. Nee. Unser Haus hat 500 gekostet, das, was wir da hatten. Bist du sicher? Ja. Unser erstes Haus hat 500 gekostet, ja. Wir brauchen tatsächlich keine Bretter mehr. Ja, dann... Der Ehemann muss jetzt nur noch da rauskommen. Haus ist fertig. Ja. Ah. Ja. Hm.
Hallo, Ehemann! Ja! Ich... Boah, geh mir nicht auf den Sack! So, dann wollen wir doch mal reinkicken, ne? Nein, dieses Haus hatten wir definitiv noch nicht. Nein. Oh, guck mal. Mach doch mal die Leuchte aus. Ich mach mal Licht an. Guck mal. Nein! Oh. Aber groß, ne? Ja, mach doch mal die Leuchte aus. Das ist schon Fortschritt. Mach doch mal die Leuchte aus. Frau Tipptopp! So. Ja, hier. Mann. Oh, guck hier mal, ist, mit Kamin. Oh, dieses Haus ist viel, viel schöner als das andere, das oder? Schön. Ich bin ein Lichtfetischist. Ja, das sieht doch schön aus mit dem Kamin. Auto, hallo? Schön. Was ist denn das hier? Ist das der Trockenraum? Ja, der ist kleiner, ne? Hier ein hinten bisschen, ist noch ein Regal und hier sind vier Regale. Hm. Wir passen nicht nebeneinander durch, oder was? Und guck mal, hier, die Küche ist viel größer. Hier habe ich, kann ich meine Maschine hinstellen. Ja, und den Herd und so. Ja, genau. Oh. Oh, guck mal, hier ist schön, hier kann man Billard spielen. Wo bist du? Im Schlafzimmer, oder was? Ich will das benutzen. Ja, das. Oh, wie cool. Oh, guck mal, da hinten auch die Pflanzen. Schön. Oh, man kann die Kerze anmachen. Das ist ja cool. Hat die Kerze anmachen. Das ist schön. Das Haus ist viel, viel schöner. Ja, finde ich auch. Komm mit dem Billardtisch. Geh doch mal weg. Geh doch mal weg. Vielleicht kann man sich auch irgendwann setzen. Müssen wir schlafen? Du stehst. Nein, müssen wir nicht. Du stehst mit den Schuhen auf dem. Ne? Und so. Aber ich kann ja hier mal speichern. Speichern. Du bist du mit den Juhu! Entschuldigung. Aua. Ich muss weg. Klärt das Radio schon wieder. Oh nein. Ja, da müsste man hier die Schränke noch aufmachen können. Das wäre auch cool, ne? Ja, vielleicht kann man das später. Wo man dann irgendwie nochmal das alles so verstauen könnte. Hm. Aber das ist schön, das Haus. Ja, das, ne? Auto macht mich wahnsinnig. Das Auto macht mich wahnsinnig. Ich muss jetzt mal die Kühe melken. Also da geht das nichts dran vorbei, ne? Aber ich habe Ruckelkino, ne? Ich hab's leider die ganze Zeit schon, also. Tja, Ehemann, da wirst du morgen, ob du willst oder nicht, wieder Tiere verkaufen müssen. So, ein Eimer. Guck mal, hier sind nur noch braune Hühner drin. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Warum? Was ist passiert? Da sind ganz schön viele Hühner drin, würde ich mal so sagen. Oh. Ach du Schande. Mhm, und ganz schön viele Eier, würde ich mal so sagen. Haben wir hier noch irgendwo einen Korb? Ja, hier. So, jetzt wollte ich ja auch mal was ausprobieren mit dem. Ja, morgen werden wieder Hühner verkauft, ne, Ehemann? Ja, auf jeden Fall. So. Alles, was nicht braun ist, wird verkauft und ein Hahn wird nur behalten. Also an Hühnchen, meine ich. Ja, ja. Steh schon, ne?